Am Donnerstagmorgen befuhr ein 23-jähriger Toyota-Fahrer die B54 aus Richtung Siegerland Flughafen kommend. Auf Höhe der Anschlussstelle zur A45 missachtete ein 66-jähriger BMW-Fahrer, der nach links auf die Autobahnauffahrt abbiegen wollte, die Vorfahrt des 23-Jährigen, woraufhin es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge kam und diese nicht unerheblich beschädigt wurden. Ein 27-jähriger Audi-Fahrer, der von der Autobahn abfuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und rutschte mit seinem Auto in die Unfallstelle hinein. Sein Fahrzeug wurde dabei nur leicht beschädigt. Der BMW und der Toyota-Fahrer wurden verletzt und per Rettungswagen nach Siegen ins Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte aus Hessen regelten den Verkehr, während Beamte der Wilnsdorfer Wache den Unfall aufnahmen. Es kam zu langen Rückstaus auf der B54 und auf der Autobahnabfahrt Haiger-Burbach. Hier staute sich der Verkehr bis auf die Sauerlandlinie zurück.